bisschen Essen ist, glaube ich, auch noch an dem Teil dran, ne? Oh, 18 Tage könnte man damit hier noch rumkrusen, dank den Essenspackungen. So, dann fahren wir jetzt hier mal hin und parken die Karre ordentlich ein. Handbremse. Sehr schön, da steht er, der kleine Rover. Und Pitt darf ein letztes Mal aussteigen aus seinem Erkundungsgefährt. Ja, ich glaube, Colonization wird noch echt spannend. Also ich meine, mit Minmus machen wir jetzt die ersten Vorbereitungen für interplanetares Reisen und wir werden diese beiden Zeitfenster auf jeden Fall nutzen, um Erkundung massiv durchzuführen. Also wir werden bei dem Zeitfenster noch nicht eine Duna-Besiedlung auslösen, aber wir werden Erkundung losschicken, um Ressourcen zu scannen und alles, damit wir das schon haben. Wenn es gut läuft, dann müssen wir mal gucken, was wir nachher gebastelt bekommen. Also vielleicht kommen wir da heute sogar schon zu, die Bastelei zu machen. Ich würde vielleicht auch gerne einen kleinen Rover absetzen. Mal gucken, ob das passt. Um Duna schon mal so weit zu erkunden, dass wir wissen, wo wir unsere Basis dann nachher absetzen. Im nächsten Startfenster, was ja dann irgendwie so in einem Jahr und ein bisschen stattfindet, glaube ich. So, wir haben alle an Bord. Jetzt gucken wir hier nochmal mit Science hier genau, ob ich irgendwas. Surface Sample haben wir dabei, das haben wir eingepackt. Genau, also ich glaube, das interplanetare Besiedeln wird auch echt cool. Und wie gesagt, Minmus ist dafür der Grundstein, deshalb wird Minmus ja gerade gescannt. Und wir sind übrigens mittlerweile hier übrigens 15 Tage noch, dann haben wir Minmus erledigt, also das Magnetic Field Environment. Das Orbital Survey muss ich irgendwann mal nachholen. Da ist irgendwas mit den Scans hier schiefgegangen. Und das. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Mikrofon hören könnt, aber ich glaube, irgendein Sportflieger will gerade mein Dach besuchen. Ist auf jeden Fall sehr tief unterwegs. Genau, der High-Resolution-Scan von Minmus, der gleichzeitig auch der Scan nach einer Location für unsere neue Basis ist, auch schon bei 8% von 90%, die wir brauchen. Und Flyby Duna steht ja auch noch an. Das sind so unsere Missionen. Das heißt, wir haben ein paar Sachen, die erledigt sind. Und auch von mir ein Hallo an den DJ und willkommen. Und jetzt können wir mal gucken. Wir werden jetzt in Richtung Osten wahrscheinlich starten. Nehme ich mal an. Ja, das werden wir tun. Dann machen wir erstmal einen ganz flachen Orbit in Richtung Osten. Und werden uns von dort aus dann in diese Richtung rauskatapultieren, um so spriteffizient wie möglich in eine Kerbin-Umlaufbahn zu kommen. Und werden dann Bremsmanöver probieren. Wir haben nicht genug Sprit für einen kompletten. Für einen kompletten komplettes Einbremsen auf eine niedrige Umlaufbahn. Aber wir sollten genug Sprit haben, um uns hoffentlich in die Atmosphäre bringen zu können und dann einfach per Aerobrake, wir haben ein relativ dickes Heatshield drauf, nach unten zu bringen. So, ja, ich würde sagen, gibt es hier noch irgendwas zu erledigen? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen letzten Blick zurück auf unsere Mondbasis. Also hier haben wir das erste Mal komische Strukturen im Weltall gefunden. Wir haben uns, ich schalte nochmal durch, unsere erste Mondbasis abgesetzt, die allerlei technische Probleme hatte. Zum Beispiel hat uns, glaube ich, die Möglichkeit gefehlt. Nee, doch, wir haben eine Möglichkeit gehabt, die zu steuern, aber wir haben in der Nacht irgendwie Probleme gehabt, dann unsere. Weil dem Probe Core der Strom ausgegangen ist, konnten wir dann, weil wir keine Kontrolle mehr hatten, die Fuel Cell nicht anschalten, also ganz komische Sachen. Hier unser Base Beacon, also die Fahne quasi, hier übrigens nochmal mit unserer tollen, tollen Missionsflagge. Hier unser kleiner Moon Rover, mit dem wir unterwegs waren. Und last but not least jetzt der Heimflug. Und ich würde sagen, wir starten mal unser Raumschiff. Warum siehst du das nicht? Weil wir auf Marsianer-Szenarien vorbereitet bleiben und jede Base, die noch irgendwie Essen drin hat, bleibt da natürlich stehen. Wenn mal irgendjemand auf dem Moon verschollen geht, kann er sich vielleicht in diese Basis retten und Funkkontakte aufnehmen. Deshalb lassen wir die stehen. So, ich sag mal Feuer frei und gehe auch direkt in einen schönen flachen Kurs, um nicht zu viel Sprit rauszuballern. So, damit müssten wir es eigentlich über den Krater schaffen. Das sieht auch gut aus. So, und damit ist unsere Mondmission unterwegs nach Hause. So, wir gehen jetzt hier auf knappe 20 Kilometer hoch, denke ich mal. So, ach scheiße, ich fliege. Hoffentlich trotzdem sauber orbitmäßig, genau, weil ich den Navball benutzt habe und nicht die
Manöverausrichtung. So, wir gehen auf 20 Kilometer APO hoch. Das müsste reichen, dass wir von da aus starten können. Das war auch schon mehr des Guten als gewollt. So. Sehr gut, dann haben wir das. Dann müssen wir gleich einmal den Orbit knapp zirkularisieren. Und es gibt einen letzten Blick zurück zu unserem Krater. Da hinten sind auch noch die Flaggen der ersten Moonlandung zu erkennen. Sehr schön. Schönes Gefühl, die Jungs nach Hause zu holen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das auch sauber schaffen und nicht noch so einen Touristenmoment erzeugen. Das wäre ziemlich peinlich. Ist halt ein ziemlich großer Pott, ne? Ich hoffe, ich habe da alles richtig gemacht. Aber wir hatten das getestet, ne? Ich glaube, wir hatten das getestet mit Jebediah, dass das passt. So, wir sind schnell und flach über dem Moon unterwegs und bewegen uns in Richtung unserer Apoapsis, um da nochmal unseren Antrieb zu zünden. Dann seht ihr schon, oh, 400 und ein bisschen Delta V. Ist doch knapper als gedacht. Und die Skybox könnt ihr euch natürlich auch installieren. Findet sich auch alles im HKK Seacan-File. Und ich glaube, die heißt irgendwie Poodles, Skybox, frag mich nicht. Es ist nicht Milky Way. Milky Way hatte ich erst probiert, die hat mir nicht so gefallen. Sonst guck mal in der Aufzeichnung in den ersten 2, 3 Folgen Hardcore Colonization, habe ich das auch mal erklärt, welches Skybox genau es ist. Genau, ist ja alles kein Geheimnis. Ich weiß es jetzt gerade noch nicht, sonst würde ich es dir direkt sagen. So, also 400 Delta V ist tatsächlich... Oh, geschmeidig, sage ich mal. Geschmeidig damit in die Erdatmosphäre oder in die Kerbin-Atmosphäre zu kommen. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, was möglich ist. Aber erstmal müssen wir vom Moon weg. Wenn alle Stricke reißen, müssen wir halt nochmal die Jungs umziehen lassen. Ah, schönes Bild. Sehr schönes Bild. So, wir sind gleich an unserer nächsten Ignition. Das heißt, wir können hier schon mal Progate gehen. Deep Star Map Skybox ist es. Putmans, okay. Pudel, Putman ist ja fast das gleiche. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Die brauchen wir nachher nicht. Ich werde wahrscheinlich mit den Dingern hier noch ein bisschen was rauskratzen können. So, mal schauen, was noch möglich ist. Das war ja so mein Reserve-Fuel, sage ich mal, für eventuelle Orbitalmanöver. So, da verschwindet Kerbin jetzt erstmal hinter dem Moon, während wir uns dem Manöver nähern, um die Geschwindigkeit aufzunehmen, dass aus unserem kleinen Suborbitalflug über dem Moon auch tatsächlich ein Orbit wird. Dafür müssen wir wahrscheinlich nochmal für 1, 2 Sekunden. Ich werde jetzt eine relativ sanfte Zündung machen und nichts Großartiges. Ziehen das einfach auf einen groben 2020 Orbit hoch. Jawohl. Damit fallen wir schon mal nicht mehr zurück auf den Moon. Da ist ja schon mal viel geschafft. Ich bringe das jetzt noch in der Periapsis auf knappe 20 rauf. Jawohl. So. Ja, wahrscheinlich habe ich an die Pudel-Engine gedacht. Ich wusste nur noch irgendwas mit P und Doppel-U ist es. Und dann habe ich einfach mal improvisiert und habe gehofft, dass es irgendwie stimmt. Hat es nicht, aber es war nah genug dran, dass jemand anders den Namen gefunden hat. Genau, und das ist die Deep Star Map. Da bin ich mir aber auf jeden Fall ziemlich sicher. Die Milky Way kann man auch nehmen. Die fand ich, war mir ein bisschen too much. Da hat auch alles irgendwie so geblinkt oder so. Und das Deep Star, das sieht für mich richtig nach... So stelle ich mir zumindest als Laie Weltall vor. So, jetzt gucken wir mal. Also, wenn wir hier Yasjeven an der Stelle... Dann brauchen wir schon mal ich versuche mal das Minimum zu machen. Hier so irgendwie 191 für einen Moon Escape in 4 Stunden, der uns runterbringt auf 3,5 und dort ejecten wir. Alles klar. Das machen wir jetzt erstmal, weil eine Kerbin-Umlaufbahn ist ja prinzipiell schon mal begrüßenswert. Ah, danke schön, Atlan. Das freut mich, dass die gut ausgesucht hat. Also, wie gesagt, ich hatte ja erst in den ersten 1 oder 2 Folgen Hardcore Colonization hatte ich die Milky Way im Einsatz. Die hattet ihr auch kritisiert und ich muss auch zugeben, die hat mich dann nicht komplett überzeugt. Und mit der bin ich jetzt eigentlich sehr zufrieden, weil, wie gesagt, für mich ist das optisch, ist das für mich das, was Weltall ausmacht. Ganz dunkel mit so... schwarze Sterne. Okay, man kann jetzt auch drüber diskutieren, dieses Schimmern darf es eigentlich auch nicht geben, weil keine Atmosphäre und so. Aber man muss ja jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Und guck mal, mit einem
Apollo-würdigen Kerbin-Aufgang machen wir unser Manöver. So, bei dem wir nochmal von unseren geliebten 455 Delta V 191 rausblasen. Und ein Hallo an Torin und natürlich auch an Joyko. Und alle, die sich eventuell sonst noch einigen geschlichen haben. Hallo, hallo. Wir sind übrigens ein Zuschauer unter den 50. Das ist doch mal was. Schöne runde Zahl. Nächster Step 100 Zuschauer. Gut. Die letzten Sekunden laufen bis zur Zündung. Und feuerfrei, würde ich mal sagen. Guck mal, schön 1,5G auf die Kiste drauf. Da werden alle mal kurz in ihren Sitz gehämmert, wie es sich gehört. So, schön vorsichtig. Ich will die Ejection haben, aber ich will nicht zu viel Treibstoff raushauen, weil wird knapp genug. So. Und Osprey 9 hat ein Follow dagelassen. Willkommen bei den Kerbonauten. Ganz viel Spaß beim Zugucken. Und ja, damit haben wir jetzt auch offiziell die 50 Zuschauer geknackt. Warte, kurze. Man sieht das nicht so gut. Kurze Welle. Und jetzt geht's aber auch weiter mit Fliegen. So. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt gucken wir mal. Da sind wir dann so ungefähr. Ach, das kann man auch mittlerweile echt schön erkennen. Also hier ist unser Übergang in die Kerbin-Umlaufbahn. Und dann machen wir mal da ein geplantes Manöver hin. So, jetzt schauen wir mal, ob wir es mit unserem Treibstoff, den wir da noch so haben, das ja 264 sind, noch schaffen, einen Atmosphäreneintritt. Doch, das sollte hinhauen. Ist jetzt nicht mit besonders viel Reserve, aber es ist Atmosphäre. Sehr schön. Aus einer Höhe von... Oh, das wird heiß auf jeden Fall. Ach, guck mal, das ist aber auch wieder auf dem Delta V genau, ne? Also besonders viel Toleranz ist es tatsächlich nicht. So, und damit auch ein bisschen was passiert und wir das nicht tausendmal machen müssen, würde ich jetzt mal auf... Ja, schon so 30 Kilometer spekulieren, ne? Was sagt ihr? Ich sag 30 Kilometer. Ich meine, ich habe nur einen Versuch, es muss klappen. Ich sitze da selber drin, deshalb machen wir mal 30. So, schön fein säuberlich mit dem Maus. Oh, sehr schön. Okay. Manöver-Check. Manöver steht. Und hallo auch an Boofby. Ja, 30 wird warm, aber wir wollen ja nicht 30.000 Gravity Assist. Oh Gott. Oh Gott. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee, dann rede ich. Ich setze den Satz gleich nochmal an. So, der vorige Satz hat einfach nicht stattgefunden. Wir wollen ja nicht 30.000 Mal mit einer Aerobrake durchgehen, sondern genau einmal im Idealfall. Und wir haben einen komplett aufgeblasenen, ich habe hoffentlich euch nicht zugehört, um irgendwas rauszunehmen, nein, 1800 App Later Heat Shield. Also ganz ehrlich, der sollte eigentlich, ich sag mal, Moon Return zertifiziert sein. Deshalb bin ich mir eigentlich sicher, dass das funktioniert. Gut, wir machen mal unseren Abflug vom Moon. Start klar. So, ich hoffe, da kommt auch bald mal wieder Sonne, weil wir haben jetzt mit den ganzen Kerbals an Bord natürlich einen etwas erhöhten Stromverbrauch. Jetzt ist aber alles wieder gut. Dank unserer klassifizierten Mini-Solar-Panels, die für Weltraumnutzung von allen bekannten Space Agencies, also meiner, empfohlen werden. So, und jetzt wird's gleich spannend und heiß und ich hoffe, ihr habt alle die Daumen jetzt schon so tief in eure Handflächen gedrückt, dass ihr eigentlich gar nicht mehr tippen könnt im Chat. Denn unsere heroische erste... Oh, ich glaube, unser Auftrag ist fertig. Nee, dieses Surface-Magnetometer von diesem Bodenexperiment funkt einfach immer weiter, oder? Gibt immer mal wieder Science. Diese Minmus-Bodenexperimente sind echt der Hammer. Was die schon abgeworfen haben. Voll gut. Voll gut. Ich erschrecke mich zwar immer ein bisschen, was gerade passiert, aber es ist jedes Mal Science und wer bin ich, dass ich mich über Science beschwere? So. Da kommen wir angedüst.
Jawohl, ja. Da sind wir. Zack, in der Körperumlaufbahn. 3 Minuten noch bis zu unserem glorreichen Manöver und jetzt machen wir mal alles bereit. So. Und ich sag mal, Zündung. Dum, 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 dum. Bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Mit der Bremsung in einem Schwung. Auf jeden Fall wird es nicht oft werden. So viel kann ich schon mal sagen. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Das will ich doch händisch kontrollieren. Und auch sehr vorsichtig machen. Du bist Winter the Luck in Person, Mancer. Das verstehe ich jetzt nicht. Nur weil ich noch 16 Delta V habe und das wahrscheinlich wieder auf Kante klappen wird. Das hat nichts mit Glück zu tun, das ist alles nur Erfahrung. Und ein bisschen Glück. Overcommitted! Wartet. Oh. Ah, good enough. Okay, 30,001 Kilometer. Ich würde sagen, das ist gut genug, das Manöver. So, jetzt muss ich mal gucken, wo meine Solarpanels und alles dran sind. Also, ich habe noch 11 Meter pro Sekunde übrig. Ist das nicht herausragend? Ich meine, das ist... wir haben viel zu viel Treibstoff mitgenommen. Entschuldigung. Das hätte man alles noch viel effizienter bauen können. Ich trinke jetzt mal einen Kaffee. Ich glaube, ich habe mich verschluckt oder so. Gut, aber das heißt, von dem Kram da unten brauchen wir eigentlich nichts mehr. Also da ist nichts Sinnvolles mehr drin. Außer eine Möglichkeit, uns umzubringen, indem wir es nochmal zünden. Das heißt, ich werde das jetzt hier mal entsorgen. Ich gucke nochmal sicherheitshalber. Nee, aber unsere Solarpanels sind wirklich oben an der... Ich habe ausnahmsweise mal mitgedacht und die Kapsels an die... die Kapsel andersrum, die Solarpanel an die Kapsel gebaut. Das tue ich sonst immer nicht so gerne. So, also mitdenken meine ich. Weg damit. Okay, wir sind jetzt vorbereitet auf den so ziemlich coolsten Aerobreak, den wir gemacht haben, seit Hardcore Colonization gestartet ist. Ich glaube, so hart bin ich noch nicht runtergekommen. Wir kommen von einer Apoapsis von 9,5 Millionen Metern oder auch 9500 Kilometern runter und stürzen auf, verdammt, ich habe das Decoupling nicht sauber berechnet, eine viel zu hohe Anzahl an Dings. Jetzt lass mich kurz, 25 finde ich ein bisschen, wahrscheinlich wäre es nicht schlimm, aber wir haben 30 gesagt und wir halten an 30 fest. Ich will mich nachher nicht ärgern, dass es durch Faulheitsdinger... Ja, nicht mehr ganz so exakt. Das wurmt mich ein wenig, aber haben wir halt einen Meter mehr. Abweichung. So. Gut, jetzt heißt es ab an die Atmosphäre. Das passiert in den nächsten 5 Stunden. Wie weit ist unser Scan eigentlich mittlerweile? Ey, 11%. Es geht voran. Es geht voran. So, dann lass uns das machen. Lasst uns das machen. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 5 Tage. Habitation. Okay, es sieht alles ganz gut aus. 1 Tag Supplies. Also wir kommen auch supplies-technisch genauso hin, dass wahrscheinlich keiner allzu lange Hunger leiden muss. So, da bin ich echt gespannt auf den Wiedereintritt. Da bin ich richtig gespannt drauf. Den Fallschirm sollten wir auch noch rechtzeitig einstellen, damit da keine hässlichen Überraschungen entstehen. So. Ja, jetzt heißt es tatsächlich Daumen drücken. Unsere Kapsel kommt mit einer noch relativ okayischen Orbitgeschwindigkeit rein, aber wir sind auch noch nicht zu Ende durchgefallen. Also da sind noch ein paar Meter und ich mache hier mal die Einstellungen für unseren Shoot fertig. Also, wir wollen altitude-mäßig deployen und wir wollen den Pre-Deploy bei, ich sag jetzt mal, ungefähr 5000 Metern machen. Zack. Und wir wollen den Full-Deploy auf jeden Fall ein bisschen höher machen. Nämlich bei so 2000. Die Lektion habe ich gelernt. Die habe ich sehr schmerzhaft gelernt. Ich mache mal 2,5.
Zack. Und wir machen ihn schon mal scharf. Ich denke, das ist für diesen Durchlauf noch nicht relevant, aber... Also ich denke auch, das könnte zum zweiten Arrow Break kommen. Puh. Ja, lieber ein wenig früher die Falsche mal auslösen, ist richtig, aber man darf sie auch nicht so früh auslösen, dass sie abreißen. Das ist dann auch nicht gut. Habe ich gehört. Deshalb so tief, weil ich eigentlich immer hoffe, oder ich bin eigentlich immer relativ guter Dinge, dass auf dieser Höhe die Kapsel so weit abgebremst ist, dass sie eigentlich nicht mehr Überschall fliegt und das Auslösen von einem Fallschirm im Normalfall funktionieren sollte. So, wir sind auf knapp über 3000 Meter pro Sekunde. Ich klappe hier mal das mit auf, damit ihr den App later habt. Und da sind wir jetzt offiziell in der Atmosphäre angekommen. Und wir gehen ganz gut und schnell nach unten, muss ich sagen. Unsere Periapsis sinkt auch weiter. Ich hoffe, das wird kein One-Way-Ticket to Hell, ehrlich gesagt. Okay, wir kommen in den Wiedereintritt rein. Ich guck mal, wie es von innen aussieht. Okay, okay, alles gut. Wir gucken zum Glück alle nach hinten. Okay, Kapsel liegt stabil. Irgendwas wird ziemlich warm. Irgendwas wird richtig warm. Was wird da warm? Irgendwas wird warm. Aber dafür habe ich doch ein Heat Shield. Ist das die Kapsel? Warum wird die Kapsel warm? Ich wäre sehr beleidigt, wenn die Kapsel kaputt geht, obwohl ich ein Heat Shield davor habe, ehrlich gesagt. Ich wäre richtig beleidigt. Meine Leiter. Nee, irgendwas ist... Die Kapsel selber erhitzt sich. Vollgas. Oh, ich glaube, wir kommen echt runter, oder? Jo. Wir kommen tatsächlich runter. Aber es entspannt sich auch schon wieder. Ja, vielleicht nimmt er über die Thruster die Wärme auf. Das kann sein, aber es hat sich schon wieder halbwegs entspannt. Es ist weniger geworden. Also ich glaube, wir haben den schlimmsten Part hinter uns. Wir kommen tatsächlich in einem Aufwasch hier durch. Sieht ganz gut aus. Sieht tatsächlich ganz gut aus. Okay, Funkspruch ist raus. Wir haben uns angemeldet für... Das wird eine Landung. Ja. Selbst ich scheine das ziemlich abzufeiern, wenn ich mir die Kürbels unten so angucke. Und hallo auch an den Götterfunke. Und ja, ich glaube, den Wiedereintritt können wir hiermit abhaken, als das hat geklappt. Und wir schaffen es sogar noch ins Wasser zu fallen, oder? Mit ein bisschen Glück, das sollte knapp noch hinhauen. Ja, ich glaube schon, wenn der Fallschirm dann gleich noch den Pre-Deploy macht. Das sollte auf jeden Fall noch ein Splashdown im Wasser werden. Sehr gut, sehr gut. Ist ja alles gut gegangen. Und hallo und danke auch für deinen Kommentar, Spiritus Vulpis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Surface. Sehr schön. Das wird ein schöner Splashdown. Jetzt gucken wir mal, was der Fallschirm so treibt. Der ist mittlerweile auch safe und sollte in ungefähr, naja, 7 Kilometern rausgehüpft kommen. Genau, Ablator spreng ich potenziell ab, wenn ich nicht langsam genug werde. Und guck mal, wie viel Platz da noch auf dem Ablator war. Also, der wichtige Trick ist übrigens, wenn ihr sowas mal macht, wenn ihr wirklich aus einer... Ihr müsst Arrow breaken. Das gilt nicht nur, wenn ihr nach Kerbin zurückkommt. Das gilt auch, wenn ihr das am Eve, am Mars, ansonsten gemacht. Wenn ihr einen Heatshield habt, der ein bisschen was abhalten kann, geht immer den direkten Weg. Die thermische Last, die euer Raumfahrzeug aufnimmt, ist niedriger mit einem einfachen durch die Atmosphäre gehen, als euch komplett runter zu bremsen. Es ist tatsächlich so. Die Gehbelastung ist höher, aber die thermische Last, die ihr aufnimmt, ist definitiv geringer. Das heißt, wenn ihr Sorgen habt, ob euer Heatshield durchhält, ist die Antwort immer, so steil wie möglich reinzugehen, um schnell durchzukommen. Das erhöht die Gehbelastung, senkt aber, wie gesagt, deutlich die thermische Last auf dem Fahrzeug. So, 9, und ein bisschen. Und tschüss an den Tetzarz. So, und
Ich glaube 9, ein bisschen, da sind wir ganz safe, aber ich hau's mal sicherheitshalber trotzdem weg. So, dann sind wir auf 8 Meter pro Sekunde runter. So. Ja, Aerobraking bei Yol endet eigentlich immer, immer in einem Desaster, aber Yol hat sehr viele Monde mit sehr starker Gravitation. Ihr habt eigentlich gar keinen, es gibt eigentlich gar keinen Grund, dass ihr Aerobraking machen müsst. Ihr habt sehr viele, sehr tiefe Gravitationsfelder, durch die ihr durchgehen könnt. Und das sollte im Normalfall mit kleinen Korrekturmanövern eigentlich dazu führen, dass ihr im Yol-System immer ziemlich gut bremsen könnt. So, ich mache mal den Zeitraffer an, damit wir hier runterkommen. Und nicht den Rest des Tages damit verbringen, die Landung zu fliegen. So, und damit haben wir mit der ersten Stunde Livestream doch schon mal ein sehr wichtiges Element unserer heutigen Ziele erreicht, würde ich sagen. Das ist nämlich, die Crew sicher nach Hause zu bringen. Und für alle von euch, die zur Moonbase Alpha Crew gehören und die sich jetzt freuen, dass sie lebend wieder zurückgekommen sind. Ihr dürft natürlich gerne im Formular auch mal eintragen, wenn ihr irgendwo anders hin wollt. Also wenn ihr jetzt sagt, so Mensch, jetzt war ich auf dem Mond mit meinem Kerbel und ich würde das gerne abändern, dann ändert das gerne. Aber ihr könnt auch gerne Moon drin lassen, dann habe ich nämlich auch Leute zur Verfügung, die mal die Moonbase Bravo besuchen können und dort Crew-Rotationen durchführen, Schrägstrich die Crew ergänzen. Genau, das steht natürlich allen von euch frei. Es ist vielleicht eine kleine Anspielung. So. Gut. Das hat geklappt. Gibt's hier noch irgendwas zu sciencen? Nicht wirklich. Wir holen die Wessel wieder rein. Und damit haben wir unsere Crew erfolgreich. Ist das unsere erste Mondcrew? Nee, es waren Leute schon mal vorher mit einer Mondlandung. Aber wir haben die erste Crew, die auf dem Mond gelebt hat, für, ich glaube, sage und schreibe 3 Monate, wenn mich nicht alles täuscht. Erfolgreich zurückgeholt. Und die lernen jetzt erstmal wieder das Laufen unter Schwerkraft. Und wir haben einiges an Wissenschaft auch bekommen, denn wir hatten da noch Science Samples für eine Material Study, für ein Surface Sample. Wir hatten Atmospheric Pressure Scans, Temperature Scans, Mystery Goo und. Das heißt, wir haben auch noch eine ganze Menge Dinge bekommen. Und Spiritus, du kannst einfach, ich glaube, es ist Ausrufezeichen Seacan eingeben. Dann sagt der Bot dir oder gibt der Bot dir einen Link. Da kannst du dir einfach einen Seacan-File mit der Mod-Kombination runterladen. Da ist alles drin, was ich auch benutze. So. So. Genau. Manchmal degraden die Dropbox-Links. Da müsst ihr mir Bescheid sagen. Dann muss ich das nochmal freigeben. Wir haben richtig viel Science gemacht. Wie cool ist das denn? Coole Science. Yay. Das heißt, wir können vielleicht irgendwas kaufen. Mal gucken. 300er, ja, das ist die 300er-Kategorie. Und hier ist die 550er. Da können wir noch nicht ganz wildern gehen. So. Und in der 160er gibt es auch noch ein bisschen was. Also wir könnten uns was aus 160 holen und wir könnten uns was aus der 300er holen. Das sind zusammen 460, das wäre machbar. Hier unten ist durch. Ich guck mal, was es hier so gibt. Die sind interessant, da habe ich aber die kleinen erstmal schon. Das könnte interessant werden für eine Mars Probe. Kleinere Antriebe. Die sind halt nicht besonders effizient, ne? Deshalb finde ich die gar nicht so spannend. Die Twitch Liquid Fuel Engine. Die Twitch Engine. Eigentlich müssen wir sie aus Prinzip kaufen. Die Actuators, da ist der Gorsat nochmal drin verpackt. Ah, hier ist der Iridian Scan drin, ne? Das wäre natürlich auch nochmal spannend, den in klein zu haben, passend für diese Rundsysteme und nicht nur zum Randpappen. Flugzeugkram bin ich ehrlich gesagt nicht so mit dabei. Mein Heisenberg, ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber hey. Vorschlag, ich würde mal auf der Ebene noch die Actuators freischalten. Ich glaube, die sind eh eine Einbahnstraße. Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Oh, gar keine. Was ist hier los? Multispektral Imaging Plattform und Atmospheric Sensors. Okay, da ist wohl doch keine Einbahnstraße angesagt. Landekram. Also Radial Lander Legs, Heavy Duty Landing Leg, ideal for large mining ships. Und der große Heat Shield und.
Das ist natürlich mal interessant. So große Länderlecks für schwere Mining-Ships. Was haben wir hier? Seismic-Sensor-Ports. Der Seismic-Impact-Immer. Tranquility Base here. The Eagle has landed.